ausgerichtet. Jawohl. Trainingsgewicht sind 20 Kilo, auch in Ordnung. Genau. Tritt bitte zur Hilfe. Vorne gegen das Pedal, das erleichtert dir den Einstieg in die Übung. Jetzt drückt der Arm nach vorne bis in die Endposition. Der Ellbogen sollte nicht ganz gebeugt sein. Die Hälfte des Weges wieder zurück und wieder nach vorne. Das Ganze in einer Wiederholungszahl von 12 bis 15 Wiederholungen. Zum Absetzen kannst du dann auch wieder das Pedal verwenden. Das Sportstudio bietet die besten Bedingungen, um Kraft- und Ausdauer-Workout miteinander zu verbinden. Um diese jedoch wirklich gleichmäßig zu verbessern, ist die richtige Reihenfolge ein entscheidender Faktor. Willst du vor allem Muskeln aufbauen, solltest du dich auch zuerst mit den Hantelscheiben vergnügen. Denn unter einem Ausdauertraining leiden Konzentration und Koordination. Du kannst die Übungen nicht mehr sauber durchführen. Willst du durch das Kraft- und Ausdauertraining jedoch vor allem den Fettabbau anfeuern, gilt erst aufs Laufband, dann die Kraftstationen. Studien am Institut für Prävention und Nachsorge in Köln haben gezeigt, dass die Muskeln nach einem Kraftworkout beim Ausdauertraining schon so übersäuert sind, dass sie den Fettstoffwechsel nicht mehr nutzen können. Setze dir also am besten vor Beginn deines Workouts klare Trainingsziele. Dein Coach vor Ort hilft dir dabei, die entsprechende Trainingsroutine zu entwickeln, damit du deinen Körper so effektiv wie möglich trainierst. Okay, kommen wir zur Übung Nummer 2. Der Sitz ist hier etwas tiefer eingestellt. 6 ist aber hier auch wieder in Ordnung. Damit wir genügend Bewegungsfreiheit nach oben hin haben. Gewicht solltest du hier 35 Kilo verwenden. Jawohl. Hier haben wir dann auch wieder die Einstiegshilfe, damit dir die Griffe von oben etwas entgegenkommen. Jawohl. Nun werden die Griffe bisschen Augenhöhe nach unten gezogen. Genau, Pedal kannst du dementsprechend wieder lösen. Nach oben hin, die Arme strecken sich wieder, aber bitte nicht, dass das Gelenk sich wieder komplett durchstreckt. Ein wenig immer auch Spannung halten. Ja. Wiederholungszahl bleibt dann auch wieder gleich. Dritte Übung ist für den Deltamuskel, äußerer Schultermuskel. Der Sitz von der Einstellung ist so in Ordnung, auf Nummer 6. Vom Gewicht machen wir mal 15 Kilo. Jawohl. So müssen jetzt die Arme separat rechts und links eingestellt werden, sollten eng am Körper liegen, in der Ausgangsposition. Genau, das heißt, die gelben Griffe drücken nach vorne und zum Feststellen den Griff wieder ranziehen. Jawohl, super. Beidseitig natürlich gleich. Und jetzt drücken die Arme nach außen, bisschen T-Stellung. Jawohl, langsam wieder zurückkommen, nicht ganz absetzen und wieder nach oben. Thank you.